Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Red Version mit und von eurem Darth Defenstock. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen gleich einmal los und gehen weiter zum nächsten Ort und werden noch ein paar kleinere Kämpfe durchführen, um uns noch ein bisschen hochzulöffeln. Wir werden versuchen doch das eine oder andere Pokémon zu fangen. Was haben wir schon? Und oh, mein Commander sieht nicht mehr ganz so fresh aus. Ich hätte es vielleicht mal heilen sollen. Das war nicht so gut. Überhaupt nicht so gut. Und das noch, ne? Webshell. Oh. Jetzt sieht es auch ganz schlecht aus für mich. Jetzt bin ich am Arsch. Oh nein. Jetzt kann ich die ganze Weg drum hochlaufen oder was? Nee, ne? Das ist natürlich jetzt nicht schön. Jetzt muss ich das Weg wieder hochlatschen. Sowas hasse ich dann natürlich, wenn ich den ganzen Mist wieder hochlatschen muss. Den ganzen Weg nochmal laufen muss. Und nun ja, da bleibt uns ja keine andere Wahl, als es zu machen. Jetzt kommen wir ja hier nicht weiter, was das angeht. Entweder wir machen es oder lassen es ganz sein. Aber naja, ich mach's einfach mal für euch, weil sonst kommt ihr ja nicht mal die Genuss, noch weitere Arenenkämpfe zu sehen. Oder den ersten Arenenkampf zu sehen, der es kommt bald. Das wäre jetzt ja schon die dritte Folge und ich muss ja mal langsam vorankommen, was das angeht. Und mal ein paar Ringkämpfe machen. Und was auch noch auf jeden Fall holen werde. Im nächsten Obermarkt auf jeden Fall noch Tränke. Dass ich mich noch heilen kann immer mal, wenn ich kämpfe. Sonst ist es ja immer gleich ganz schnell verloren. Und ich komme da überhaupt nicht weiter, weil ich immer wieder den nächsten Ort lande. Na, da komm. Hier mal ratzfatz. Oh, 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 oh. Da bin ich ja total unterlevelt. Da habe ich auch keine Chance. Außer ich habe solche Attacken benutzt, die keinen Effekt auf deine HP haben, da ist das total egal. Da hat man so noch eine relative Chance, was zu machen. Aber mit der Attacke, die Kakuna macht, verfehle ich den meistens und kann gar nicht erst die Attacke durchführen. Weil er es ja irgendwie damit blockiert. Aber egal. Ich habe schon über die Hälfte runter. Das bedeutet, die Chancen für mich und mein Ratzfatz stehen relativ gut. Wenn ich noch ein paar Treffer machen kann. Ja, sieht doch sehr gut aus. Noch ein oder zwei Treffer und dann hab ich's. Mein Ratzfatz kommt vielleicht mit Glück ins nächste Löffel. Eventuell. Weil ich habe ja gegen ein viel höheres Löffel gesiegt und gibt da richtig viel Level. Punkte.
Oh! Drei zu Rohr, den Treffer rum, man muss sich kämpfen. Gut, nehmen wir mal wieder. Das ist Glumanda. Weil das will ich ja gern mal noch auf Level 10 haben. Level 10 ist erstmal so, ja. Mein Hauptziel. Na komm schon, Glumanda, zerkratz ihn. Wunderbar. Und Level 10. Ich komme voran und krieg wieder Kohle. 70. Oh, so wenig nur. Na, das ist aber nicht gerade viel. 70 Pokémon Dollar oder Poké, keine Ahnung wie die Währung heißt. Eieieiei. Hätte ein bisschen mehr sein können. Na gut, muss ich mit leben. Sorry. Da kratzt gerade irgendwas im Hals. Warum kam da kein einzelner Pokékampf jetzt auf der Wiese? Sind da überhaupt keine Pokémon da drin, oder was? Oder haben die alle Angst vor mir? Oh man, nur ein Kampf? Ein Kampf nur? Na, da gehe ich doch nur die Hälfte von denen, was ich vorzukommen habe. Das waren jetzt drei Pokémon. Also drei Kämpfe sozusagen. Mit 70 Poké-Dollar. Also bin ich ja jetzt minimal nur 35 oder so, oder 40. Mehr wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich, das kann ich nicht genau sagen, aber ich kann es mir vorstellen. Das ist sehr wenig sein wird. Da gibt es aber 90. Mein Kampf aber 90 Pokédollar. Na gut, das ist ja schon zufriedenstellend, kann man sagen. Das akzeptieren wir auf jeden Fall. 90 ist gut. Das ist jede Menge. Oh. Ich glaube, Glumanda ist gerade K.O. gegangen. Aber es ist kein Problem, er wird sofort wieder geheilt. So, ab geht's. Man muss wirklich, wie gesagt, schon sagen, das sind echt Kindheitserinnerungen. Durch ich das hier für euch spiele als Let's Play. Weil das ist ja wirklich schon lange her, wo ich das gespielt habe als Kind. Als Jugendlicher schon nicht mehr, aber als Kind habe ich das ja wirklich sehr intensiv gespielt. Die gelbe, rote und blaue Edition. Und goldene. Und ja. Das waren echt schöne Zeiten mit der mit Game Boy Color. Echt schöne Zeiten, hat auch mal richtig viel Spaß gemacht. Das ist schon, ja, ein schönes jetzt wieder zu spielen oder spielen zu können. Irgendwie. Kommt schon eine Art Freude wieder auf. Also wirklich lange, lange vergangene Zeiten sind, wo ich das ja gemacht habe.
Na gut, hier in die Pocharena gehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja. Ja, aber dann. Und in der nächsten Folge durchkämpfen bis zum Rock. Und ja. Dann sehen wir mal weiter, was wir dann noch Schönes alles anstellen werden. Da werden wir uns natürlich dann wieder zum nächsten Pock-Arena durchkämpfen, im nächsten Ort. Aber jetzt werden wir erstmal mal die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe natürlich, dass ihr wie immer viel Spaß hattet und das nächste Mal auch wieder dabei seid zur nächsten Folge Let's Play Pokémon der roten Edition mit und von irgendeiner Steffi zockt. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und ja, möge wie immer die Macht und das Pokémon-Trainer-Blut mit euch sein. Euer Darth Steffi zockt. Sagt ciao, ciao, ciao mit einem großen, großen doppelten V. Bye, bye.